Hallo meine Freunde des erhöhten Pulses. Ich habe heute ein wunderschönes Video für euch. Und zwar geht es heute um die grünen internen Probleme und wenn die eigene Realität irgendwie nicht so ganz von den eigenen grünen Mitgliedern bestätigt wird. Ich kann euch sagen, es wird amüsant und sonst sind die Themen immer sehr kritisch. Aber hier ist eigentlich eine sehr wunderbare Nachricht, die ich euch natürlich nicht vorenthalten möchte. Damit du kein Video mehr verpasst, drücke jetzt den Knopf fürs Abonnieren und aktiviere die Glocke. Und dann gehen wir direkt rein ins Video. Es war von Anfang an eine Zitterpartie für Tanja Prinz. Nur zu Anfang des Parteitages kann die 44-Jährige noch lachen. Doch über ihrer Kandidatur für die Doppelspitze des Landesvorstands liegt seit Tagen ein Schatten. Der Grund: scharfe Kritik an ihr selbst, aber vor allem an ihren wichtigsten Unterstützern, einer Realo-Gruppe aus Mitte. Von Einschüchterung war da die Rede, psychischem Druck, um Mitglieder zur Wahl von Prinz zu bewegen. Ein Appell an die Kreisverbände, von denen sich viele zuvor in einem offenen Brief gegen ihre Wahl ausgesprochen hatten. Schon im ersten Wahlgang wird klar, die Realo-Kandidatin aus Tempelhof-Schöneberg hat keinen Rückhalt unter den knapp 150 Delegierten. Also was soll man dazu sagen? Eine Frau tritt bei einer Veranstaltung auf dem Parteitag vor und auf, die gewählt werden möchte. Es war vorher bewusst, dass sie scheinbar nicht den Rückhalt in ihrer eigenen Partei hat, weil sie scheinbar nicht die Standpunkte vertritt oder die Methoden, wie sie ihre Wählerstimmen bekommen möchte, sehr fragwürdig sind und wird dann nicht gewählt. Also, wenn man sich das einfach mal auf die Zunge zergehen lässt, wird das hier als Riesendrama dargestellt, aber im Prinzip war es ja vorher schon klar. Aber wir hören mal weiter. Es wurden 147 Stimmen abgegeben, das Quorum liegt damit bei 74 Stimmen. Auf Tanja entfielen 38 Stimmen, Nein-Stimmen 105. Doch Prinz zieht es durch. Noch zweimal stellt sie sich zur Wahl. Vor dem Ergebnis des dritten Wahlgangs hat sie schon ihre Tasche gepackt, bereit zum Abgang. Nur 28% stimmen für sie. Unter Tränen verlässt Tanja Prinz den Saal, für ein Interview nicht zu sprechen. Spitzengrüne zeigen sich erschüttert. Vielen Dank, frohe Weihnachten. Danke. Das könnte man ja eigentlich schon als Verhalten eines trotzigen Kindes betiteln. Das Einzige, was sie sagt, ist frohe Weihnachten. Das wünsche ich dieser wunderschönen Dame auch, wenn sie sich heute Abend in den Schlaf weint. Wie kann man denn glauben, dass sich ein Ergebnis ändert, wenn man sich einfach öfter zur Wahl stellt? Also, sie wird das erste Mal abgeschmettert, sie wird das zweite Mal abgeschmettert und sie wird ein drittes Mal abgeschmettert. Und naja, diese kleine Schneeflocke, diese Dame, ist nicht fähig, mit der Realität vernünftig umzugehen. Wie ich ja gerade schon gesagt habe, es war vorher bereits klar, dass sie keinen Rückhalt in der eigenen Partei hat. Es wurde ein offener Brief kommuniziert, dass die Mitglieder nicht hinter der Kandidatin stehen. Und unerwarteterweise haben die Mitglieder sich gegen diese Dame entschieden. Aber jetzt sind sie alle empört. Haben wir jetzt auch schon einen extremen Rechtsruck bei den Grünen? Wir gucken mal weiter. Das ist krass. Für uns alle und für die Kandidatin, die ein Angebot gemacht hat an die Partei. Aber die Delegierten sind die Partei in ihrer Breite. Und wenn die eine Entscheidung treffen, dann müssen wir das letztendlich akzeptieren. Na, das ist ein ganz krasser Knall jetzt, der da passiert ist. Und man kann vor allem sagen, dass die Basis gesprochen hat. Das waren ja 75%, die gesagt haben, sie wollen Tanja Prinz nicht als Landesvorsitzende. Aus dem Kreisverband Mitte, der Prinz unterstützt hatte und wegen seiner Methoden scharf kritisiert wurde, kein Wort der Einsicht, sondern eine Retourkutsche. Ja, also was soll man dazu sagen? Dass sie nicht einsichtig sind, die Leute, die sie unterstützt haben, das wundert ja jetzt keinen. Was das natürlich sehr, sehr erschütternd ist, dass die einzige Frau, die aufgestellt wurde, die sich zur Wahl stellt, nicht genommen wurde, das ist natürlich eine bittere Enttäuschung. Aber wir sind halt bei den Grünen. Mich wundert da gar nichts mehr. Und dass die nicht mit der Realität klarkommen, das merken wir ja nicht erst, seitdem die Grünen irgendwie in Regierungsverantwortung sind oder seit diesem Parteitag. Nein, das haben wir ja schon vorher mitbekommen. Die laufen so ein bisschen am Leben vorbei. Aber dann freut es mich doch umso mehr, dass so ein wunderbarer Parteitag vielen Leuten in Deutschland ein Lachen aufs Gesicht zaubern kann, in doch so schwierigen und schlechten Zeiten, wie wir uns aktuell in Deutschland befinden. Wir gucken den letzten Teil.
dieser Einschüchterungsversuch, der ganz klar auch durch diesen offenen Brief kommuniziert wurde, dass der nicht wirken und nicht ziehen darf. Deswegen war es absolut richtig, dass sie an der Stelle angetreten ist. Dieses Ergebnis ist bitter, aber das muss jetzt reflektiert werden. Am Mittwoch wird der Parteitag fortgesetzt. Bis dahin müssen die krisengeschüttelten Grünen sich auf eine neue Kandidatin für den Landesvorsitz einigen. Das irritiert mich jetzt ein bisschen. Der Mann, der da kurz gesprochen hat, das war scheinbar einer von der Fraktion, die sie unterstützt haben. Und er dreht so ein bisschen den Spieß um und sagt, ah, klare Provokation. Also die haben ja nicht versucht, irgendjemanden einzuschüchtern. Nein, dieser offene Brief, der kommuniziert wurde, der transparent gemacht hat, hör mal zu, wir sind nicht mit der Kandidatin einverstanden, der war jetzt böse. Aha. Also ich habe so ein bisschen das Gefühl, das ist wie mit so ganz, ganz kleinen Kindern, die, wenn sie nicht ihren Willen bekommen, anfangen zu weinen und frohe Weihnachten wünschen. Und jetzt müssen sich die Grünen auf eine neue Kandidatin einigen, damit der Landesvorsitz auch weiblich besetzt ist. Ich weiß jetzt nicht, liegt es daran, dass nur eine Dame dieses Amt auskleiden möchte oder auskleiden darf? Ich bin bei den Grünen nicht so tief drin, aber ich bin gespannt, wen die Leute dort aufstellen. Und am Mittwoch geht es dann da weiter. Vielleicht passiert ja wieder etwas, was euch und mir ein kleines Lächeln aufs Gesicht zaubert. Und mit diesem wunderschönen Lächeln entlasse ich euch in den zweiten Advent. Und ich hoffe, ihr habt einen wunderschönen Sonntag und fangt nicht direkt an zu weinen, wenn es mal eine Ungereimtheit gibt. Ich bedanke mich für deine Aufmerksamkeit und ich hoffe, wir hören uns beim nächsten Video wieder. Bis dahin, euer Marvin. Ciao.